Im grünen Wald die rote Stadt, die einen grünen Teppich hat. Und das ziemlich bald, und zwar am 28. April. Das ist ein Freitag nach dem Erfolg von dem tollen roten Teppich von TTM im letzten Jahr, wo so viele schon dabei waren, als wir diese 270 Meter ausgerollt haben und fleißig vernagelt im Steinweg und die Leute dann wie auf Wölkchen durch den Steinweg laufen konnten. Das war richtig toll. Haben wir uns überlegt. TTM Suhl. Natürlich auch der Rennstrecklaufverein, natürlich das Stadtmarketing Suhl e.V., natürlich die City-Managerin und die Tina Gellert und das Rathaus und die ganzen Händler. Wir machen dieses Jahr das Ganze einfach nur in Grün. Warum in Grün? Es ist grüner Leben, die Städte sollen grüner werden. Wir haben 50 Jahre Rennsteiglauf, wir haben einen tollen Staffellauf von jungen Leuten in diesem Jahr erstmals in der Suhler City. Und natürlich starten wir mit einem regionalen Markt, den organisiert die Stadt am 29.04. Und das alles wir von hier. Und wir brauchen aber noch für den 28. ein paar starke Männer mit ein bisschen handwerklichem Geschick. Freibier wird, glaube ich, noch organisiert. Nägel sind da, die uns beim Teppichlegen helfen. Das Stadtmarketing, wir haben noch eine ganz besondere Überraschung für die Muttis und die Kinder. Wir holen nämlich den Master of Hellfire hier in die Stadt mit seiner Wahnsinns-Baggershow. Der ist normalerweise nur bei Flickflack und Cirque Soleil zu sehen, also den ganz abgefahrenen Shows. Der hat aber gerade Zeit, kommt aus Tambach-Dietz und fährt die Kinder, während die Fatis fleißig hier den Teppich festmachen, schön durch den Steinweg ein bisschen rum in seinem tollen Bagger mit einem Plüschsofa vorne dran. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass viele fleißig dabei sind. Das Fotomotiv wird wieder toll aussehen, ein schönes grünes Band durch die Stadt und die Kirche dann am Ende. Also seid schön dabei und wir freuen uns dann natürlich auf den Suhler Frühling eine Woche später mit Pflanzenmarkt, mit den neuesten Modellen, ob E-Bike, ob ja, Caravaning oder natürlich Autos und natürlich den verkaufsoffenen Sonntag und ganz viel zu schlemmen, zu essen, zu trinken und viele Leute treffen. Und dann hoffen wir mal, dass nun endlich jetzt der Frühling, der Sommer losgeht. Also seid dabei. Ich freue mich.